Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle war das bitte am Freitag? Was für ein Finale. Emotionen pur und vor allem Überschläge über Überschläge und sonstige Dinger, die da in der Luft auf dem Boden passiert sind. Ja, und jetzt legt bitte einmal ganz kurz das Handy zur Seite, ganz kurz nur, damit ihr applaudieren könnt, denn die Dancing Stars 2022 sind bei uns, René und Katrin. Yay, willkommen wieder da. Überall. Let's go. Let's Dance, der Nähkästchen-Talk. Mit Cornelius Strittmatter und Erik Schroth. Finale, ja. Ganz im Ernst. Und Finalstimmung war nicht nur am Freitag bei Let's Dance auf dem Parkett, sondern natürlich auch heute bei uns die finale Nähkästchen-Folge. Ja. Wir sind wahnsinnig stolz, dass ihr da seid. Ja. Wir machen aber heute noch ein bisschen mehr. Mhm. Dieser junge Mann tanzt nämlich Contemporary und wir machen vor allem eins. Oh je. Wir haben eure Fragen beantwortet. Ja. Und ihr seht schon, das Nähkästchen, das ist ein bisschen zum Vitrinenschrank geworden, denn sie haben den Pokal mitgebracht, den heiligen Pokal. Ich wollte mal riechen. Ja, ich darf mal anfassen. Ihr könnt sie noch abdecken. Wir können auch küssen. Nee, wir lecken ihn nicht ab. Wir spüren den Erfolg. Das ist großartig, dass ihr da seid. Total. René, schön, Katrin. Hier zu sein. Ja, wir freuen uns, hier zu sein. Habt ihr das schon verdaut? Den Freitag und dass ihr gewonnen habt? Nicht wirklich. Nicht wirklich, nee. Also die letzten zwei Tage, drei Tage waren schon heftig gewesen. Es kamen so viele Nachrichten rein, so viele schöne Nachrichten, Kommentare und das dauert, glaube ich, noch ein paar Tage, bis man erstmal alles durchgelesen hat und das alles erstmal realisiert hat. Also momentan ist man noch sehr, sehr müde, denn die ganzen harten 12 oder 13 Wochen stecken noch so an den Knochen. Das ist so krass. Und du willst einfach nur jetzt tagelang schlafen. Und er kann das und ich habe Profi-Challenge. Oh. Das tut uns sehr leid für dich, für uns alle nicht, weil wir freuen uns wahnsinnig auf die Profi-Challenge. Jetzt haben wir euch ja in diesen letzten Wochen begleiten dürfen. Wir haben euch immer mal wieder hier bei uns im Nähkästchen gesehen, aus dem Training. Wir haben uns in den Livestreams gesehen. Man hat natürlich mitbekommen, ihr seid irgendwie ein anderes Tanzpaar als viele Paare, die man in den ganzen Staffeln hatte. Ihr habt da neue Sachen erfunden und gemacht. Das ist schon Wahnsinn. Ihr wart wahnsinnig ehrgeizig, aber hättet ihr auch damit gerechnet, unabhängig vom Willen, dass ihr Dancing Star 2022 werdet? Kann man das irgendwie einschätzen für sich selbst? Von Anfang an haben wir nie wirklich so daran gedacht. Es war einfach nur Woche für Woche unsere beste Leistung zu bringen und halt wirklich auch unser Ziel, seine Welt und meine Welt miteinander zu verbinden und dadurch halt Dinge zu schaffen, die man halt auf dieser Bühne noch nicht gesehen hat. Und das war unser Ziel und das haben wir Woche für Woche geschafft. Mal ist es gut angekommen, mal weniger gut, aber im Endeffekt haben wir nie aufgegeben und haben uns davon auch nicht abbringen lassen. Und das war dann, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Ihr habt die Welten so toll miteinander verbunden. Also ich habe wirklich jeden Freitag, und ich spreche wahrscheinlich auch für alle, vorm Fernseher gesessen und gedacht, was ist das? Was machen die zwei da? Das war echt der helle Wahnsinn. Wann war für euch der Moment, als ihr wirklich dachtet, es könnte für den Sieg vielleicht doch auch reichen, René? Wann ist da so der Groschen gefallen? Also wir haben wirklich nie an den Sieg gedacht. Wir haben immer so Woche für Woche gedacht und wollten immer so das Beste raushauen. Mhm. Und im Finale war die Stimmung bei uns so gelassen wie noch nie. Ja. Würde ich sagen, wirklich. Also wir haben tatsächlich nicht mal im Finale so an den Sieg gedacht. Nee. Ne? Wir wussten einfach, wir haben drei Top-Tänze vorbereitet. Und das Geilste war gewesen, wir waren halt so gut vorbereitet. Ja. Das heißt, wir gingen mit so ein sicheres Gefühl im Finale, weil wir genau wussten, die Tänze stehen. Und wir können uns einfach loslassen. Ja, besser hätten wir es nicht machen und vorbereiten können. Und mit dem Gefühl ist es sehr schön aufzutreten, weil du dann halt einfach nur wirklich den Tanz genießen kannst. Apropos und wenn du im Finale bist, dann hast du eigentlich schon alles erreicht. Und dann, ich meine, jeder von uns hätte es verdient, den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Ja. Und allein schon im Finale zu stehen, war halt schon unser größter Gewinn, sag ich mal so. Und dann geht es einfach sehr entspannt an der Sache. Und Gefühle ist, glaube ich, das richtige Stichwort, weil es gibt Gefühle, die, glaube ich, keiner von uns und keiner von euch da draußen irgendwie nachvollziehen kann. Nämlich, was in einem vorgeht, in der Sekunde, wo verkündet wird, dass ihr die Dancing Stars 2022 seid. Und den Moment haben wir nochmal vorbereitet. Der Titel. Ach du Scheiße. Habt ihr es gesehen nochmal? Dancing Star 2022. Ich wollte gar nicht hingucken. Was habt ihr gedacht in der Sekunde? Der geht an. Gar nicht, meine Schwester. Gar nichts. Gar nichts. Und die Vicky hat es so spannend gemacht. Wir haben so lange gewartet. Oh Gott, da kommen schon die ersten Tränchen. René und Katrin! Denkt man irgendwas in der Sekunde? Ich habe einfach nur die Augen zugemacht. Ich wollte einfach nur, dass die Vicky jetzt endlich irgendeinen Namen sagt. Ich wollte einfach haben, dass es so vorbei ist. Nee, du denkst eigentlich an gar nichts. Null. Du hörst einfach nur gespannt zu, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und dann wie, der Name. Wie war so der erste Abend? Also bei Fußballern ist es ja so, die gehen ja dann gerne mal mit dem
Pokal zusammen ins Bett, legen den neben sich und schlafen neben dem Pokal ein. Wie war das bei euch? Halten Sie das? Ja, ich glaube schon. Gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass wir auch nur einen Pokal haben, denn das Ding haben wir ja gemeinsam gewonnen als Team, also hätte jeder von uns einen Pokal. Ihr könntet vielleicht so hin und her schicken. Hin und her schicken, ja. Also in zwei Teilen. So. Durchsägen wäre wahrscheinlich nicht so cool. 50-50, ne? Ja. Ich habe den mit nach Hause genommen oder im Hotelzimmer, aber ich bin nicht mit ihm eingeschlafen. Aber wir haben es ja eben schon angekündigt, wir werden heute eure Fragen stellen. Ihr habt aufgerufen zu fragen und es sind wirklich hunderte Fragen reingekommen. Wir haben ein paar ausgesucht. Wir entschuldigen uns bei allen, die Leute nicht stellen können, aber wir versuchen so viele da reinzupacken wie möglich. Und die erste Frage passt hervorragend zu dem, was wir gerade gesehen haben. Und sie kommt nämlich von Greta und Greta fragt, wie hat es sich denn überhaupt angefühlt, als ihr gehört habt, dass ihr Dancing Star seid? Wir haben gerade über die Gefühle währenddessen gesprochen, aber als es dann klar war? Ich war einfach nur geflasht. Ich habe mich einfach nur so pure Freude. Wir haben uns angeguckt und wussten, dass die ganze harte Arbeit der letzten 12, 13 Wochen ist einfach absolut wert. Genau, es war eine Bestätigung, dass sich das harte Training bezahlt gemacht hat. Denn manchmal ist es so, dass du investierst so viel Zeit, Leidenschaft, Schmerz in eine Sache und du kriegst dann halt nichts zurück. Und wenn du dann halt das zurückbekommst, ist dann eine Riesenbestätigung. Ja. Du hast es gerade gesagt, viele Entbehrungen auf dieser Reise. Am Ende hat es für den Pokal gereicht. Das ist eine wirklich fantastische Reise gewesen. Kommt man dann nicht auch irgendwie kurz danach in so ein Loch, in so ein Vakuum, weil das plötzlich alles vorbei ist auf einen Schlag? Weil die ganz anderes Leben. Ja, total, weil die Marion möchte nämlich wissen, was macht ihr denn jetzt freitags? Ja, ich mache die Profi-Challenge. Du bist noch aktiv. Was ist mit dir? Ich gehe erstmal nach Hause. Ich habe ja auch Family und viele Tiere zu Hause. Also ich habe da auch genug Arbeit mit Mist wegpacken und Tiere putzen. Und also da wird es mir nicht langweilig. Aber ich habe auf jeden Fall noch Lust, in der Zukunft mit Katrin so ein paar andere Shows mitzumachen. Also unsere Tänze noch weiterhin zu zeigen. Das ist deine Bewerbungskamerad, bitte schön. Ja, hier. Also wenn ihr nach halbwegs guten Shows sucht, dann ruft uns an. Halbwegs gute Shows, habt ihr gehört? Ein bisschen untertrieben. Understatement. Aber eure Shows, du sagst gerade halbwegs gute Shows, ich glaube, das sehen wir alle ein bisschen anders. Jorge hat es ganz oft gesagt, das war wirklich alles Las Vegas-reif und was er im Finale abgeliefert hat. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dran der denke. Der Spagat am Anfang, ich habe echt gedacht, was macht der da? Ich dachte, da steht doch einer unten drunter. Ja. Irgendwas muss da sein. Mein Onkel hat mich angerufen und meinte, ey René, ich habe gar nicht die Seile gesehen, wo du dranhängst. Weil da waren keine Seile gewesen. Das war echt Wahnsinn. Also generell, auch was ihr für Woche da abgeliefert habt, Wahnsinn. Und es gibt eine Frage von Sophie, die sich, glaube ich, ganz, ganz viele da draußen gestellt haben, gerade wenn man euch beim Training beobachtet hat. Sophie fragt nämlich, wie konnte denn Katrin René so viel Vertrauen entgegenbringen für diese ganzen unfassbaren Figuren, die es ja vorher einfach auch noch nicht gab? Mhm. Super spannende Frage. Ich habe das von Anfang an gespürt, dass ich ihm einfach vertrauen kann, weil egal welche Tricks, Hebefiguren wir ausprobiert haben, man hat halt so ein Gefühl, ist das sicher oder ist es nicht sicher? Und es war sicher. Also egal, ob auch was schiefgegangen ist, er hat mich immer gefangen. Also bei den schwierigsten Hebefiguren, auch wenn es mal Momente gab, wo was schiefgegangen ist im Training, war ihm immer meine Sicherheit wichtiger als seine. Und das ist einfach etwas, da vertraust du jemandem dann komplett. Unvorstellbar irgendwie. Unvorstellbar ist genau das richtige Wort. Aber die Antje möchte innerhalb dieser ganzen Highlights, die ihr gezeigt habt, von euch beiden wissen, was war denn das Aufregendste, was ihr erlebt habt während der Staffel? Ja, wahrscheinlich, also von den, meinst du generell, generell die Tänze generell. Von den Tricks? Alles zusammen, auch Backstage, egal was es war. Die Livestreams natürlich. Ja, die Livestreams. Natürlich, die Livestreams mit Erik. Das Aufregendste. Oh, das ist echt schwer. Da gab es so viele, unfassbar viele Highlights und Momente. Also ich glaube, so ein Highlight gibt es nicht, aber so wenn du von Woche zu Woche, also eigentlich immer das geilste Moment oder das Highlight der Woche war gewesen, wenn du am Donnerstag bei der Probe deinen Tanz zeigen darfst vor den anderen Kollegen und vor der Produktion und zeigen darfst, was du eigentlich jetzt gelernt hast, ne? Und wie dann das Feedback ist. Wie oft haben die sich einfach rumgetreten und sind gegangen und haben gar nichts gesagt, als sie es gesehen haben? Nö, das Feedback war meist immer positiv gewesen. Ja, das kann man sich gar nicht so vorstellen, wie das ist. Natürlich, man steht ja in einem Konkurrenzkampf sozusagen. Kampf ist immer so ein blödes Wort, aber man ist Konkurrenz. Aber trotzdem hat man eben diese unglaubliche Let's Dance-Familie, die man ja auch wirklich immer wieder spürt. Und das betont ja auch jeder von euch und jeder Promi, der jedes Jahr dazukommt, erzählt das Gleiche. Das ist auch tatsächlich so, weil wir wissen halt voneinander, dass alle ihr Bestes geben und alle von früh bis spät hart trainieren. Und deswegen hat es halt auch jeder verdient.
Und deswegen, dieses Konkurrenzdenken ist nie wirklich da. Es ist, jeder freut sich für den anderen. Die Emma möchte wissen, ihr habt so viele tolle Tänze gezeigt, welcher Tanz war für euch am schwierigsten? Tango. Tango. Ja, definitiv Tango. Meinst du? Für mich schon, ja. Die Choreo war auf jeden Fall die anspruchsvollste. Weil die auch so schnell war. Es war unser Lieblingstanz, aber gleichzeitig auch, glaube ich, unser schwerster Tanz. Ja, das stimmt. Das war auch einer der Gründe, warum wir den im Finale zeigen wollten, weil wir uns auch selber noch ein bisschen challengen wollten. Ja. Wir hätten auch vielleicht einen langsamen Walz oder sowas machen können, der ein bisschen leichter gewesen wäre, aber wir wollten schon auf volles Risiko gehen und er hat sich dann am Ende auch gezahlt. Welche Überraschung bei euch beiden. Volles Risiko zu gehen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir haben gerade schon über die Profi-Challenge gesprochen, du bist am Freitag dabei. Es gibt ja super wilde Konstellationen in diesem Jahr, total spannend. Ich finde es total spannend. Ja, wir waren alle anfangs überrascht, als diese Info kam, dass wir diesmal nicht selbst aussuchen dürfen, sondern wir werden verpaart. Ich habe Evgeni bekommen. Ich bin super happy. Der war ja auch schon hier. Ja. Stimmt. Ja. Liebe Grüße. Ja. Aber auch, ich finde so, also es gibt gleichgeschlechtliche Paare. Ja. Dann auch das Paar Anje und Christina. Da stelle ich mir auch spannend vor, vom Größenunterschied. Massimo, Ike, Doxana. Also total. Das sind ein paar richtig coole Konstellationen. Das wird eine schöne Aber Show. Die passende Frage dazu, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Entschuldigung, ich weiß, du hast schon geatmet. ich muss sie noch kurz es stellen. Es sind so viele Fragen auf jeden Fall. Ich frage nämlich, wird René denn bei der Profi-Challenge im Publikum sein? Bist du da am Freitag? Ich hoffe, dass ich da sein darf. Ich bin Donnerstag auf jeden Fall in Italien. Ich weiß nicht ganz, ob ich am Freitag frei habe, aber ich würde auf jeden Fall gern die Show gucken. Wie machen wir das jetzt? Können wir irgendwie dich abmelden, krank melden? Was müssen wir tun? Keine Ahnung, ich brauche eine Einladung erstens. Ah ja, das ist das kleinste Problem, glaube ich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, die Katrin da zu unterstützen. So, Zeit, da haben wir das abgeklärt. Da haben wir das Meldung mit Stift. Jagdmeldung ist auch offiziell. Frage von Sophie. Ja, ihr könnt auch gerne weitermachen. Wie gesagt, das ist ein Mini-Auszug. Ich frage mich gerade, wie schaffe ich das jetzt bei so viel Glanz und so viel toller Tanzleistung, meine letzte Tanzmatz anzumoderieren. Ich glaube, das war eine sehr gute Leistung, wie du da sie kann es für dich auch. Also ihr wisst ja, ich habe auch eine kleine Reise durchlebt mit Vika zusammen. Ich habe alle Tänze versucht, an einem Tag zu lernen und wir hatten ein tolles Highlight. Wie sagst du denn versucht so betont? Weil ich finde, das versucht sogar noch in Anführungszeichen kursiv, würde ich sagen. Also, was war denn dein Lieblingstanz gewesen? Also der kommt tatsächlich jetzt, der Contemporary. Wirklich? Das würde ich sagen. Schrittfolge merken musstest oder warum? Das war ja einfach nur Gefühl auf die Tanzfläche bringen und man musste nicht irgendwie im Kopf arbeiten und denken, jetzt kommt der Schritt. Wo ist Vika? Ja. Also, das ist das Schöne an diesem Tanz. Total. Das fließt irgendwie so ineinander und du musst gar nicht nachdenken. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Hier kommt mein Contemporary. Bin mal gespannt. Conny, neue Woche, neues Glück. Und diesmal ich bin schon mal ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Weißt du, was auf dich jetzt heute zukommt? Erstmal Schuhe ausziehen. Fahren wir ans Meer und liegen am Strand? Genau. Nein. Okay. Wir tanzen Contemporary. Okay, das bedeutet was? Im Contemporary gibt es keinen an sich einen Grundschritt. Ja, wir haben natürlich Grundelemente, die wir verwenden, wie Pirouetten, Stretch, Fall, Rise, also all die verschiedenen Sachen, die von Jazz und Modern kommen. Mhm. Das heißt, es hängt ganz davon ab, was für eine Choreografie wir machen. Also die Schritte, die wir lernen, sind auf ein Lied zugeschnitten. Das ist ein Ausdruckstanz. Mhm. Ja, man drückt dann wirklich aus, wenn man vielleicht etwas erlebt hat, vielleicht etwas, was einen berührt hat oder vielleicht auch Schmerzen irgendwo empfindet und man das verarbeiten möchte, dann ist das im Contemporary der Fall. Es kann aber auch was Schönes sein, was man verarbeitet, es kann aber auch was Trauriges sein, was man verarbeitet. Und das behält man aber für sich? Ja. Okay. Man teilt es sozusagen mit dem Zuschauer durch den Tanz. Okay. Okay. Wir teilen dieses Mal die Freiheit, die Zärtlichkeit, das Loslassen, vielleicht auch so ein bisschen geliebten Menschen, den man loslässt, ja, also in dieser Form. Okay. Ja, also bei jeder kann das für sich interpretieren, was er da sieht. Okay? Ja, gut. Ich bin bereit. Wir starten am Anfang, dass du in der Mitte stehst, breitbeinig, ja, ganz, ganz frei und du beobachtest den Himmel. Ja, auf deine Art und Weise und die Musik fängt an. Ja? Du beobachtest, ich komme dazu und berühre dich. Das ist also wie so eine Stimme, die von oben kommt. So, von dann gehe ich um dich rum. Das heißt, du siehst mich quasi nicht, aber du spürst meine Energie. Ich gucke dich nicht an.
Du guckst mich schon an, aber es ist nicht so, dass du mich wahrnimmst. Okay. Ja, das ist wie, so, wie so ein Nebel, der geht. Ja? Das heißt, ich gehe um dich rum und nehme dich sozusagen in meinen Tanz mit. Genau, du folgst dir so, okay, ich muss jetzt mit. Ja? Gehst auf den rechten Fuß und dann kommt der erste Tanzteil. Das heißt, du kommst hier mit drauf. Wir machen Hand, Hand, ja, nach oben, pap, pap, hintereinander, drop, ja, richtig runtersacken und der Körper hängt, wie so ein Stück Wasser in der Kurve, ja, hängt. Dann schwingen wir hoch, ab. Dann gehen wir zueinander, weg voneinander, noch einmal zu, weg und jetzt drehe ich rein zu dir. Korrekt. Von da angekommen, ich gehe raus, du verlagerst das Gewicht auf dein linkes Bein. Ja. Rondi, pas de beau, re. Korrekt. Ja? So, jetzt kommt was Spannendes. Ich hoffe, du tust dir nicht weh. Wenn du das schon so sagst. So, aus der Position, wo du stehst, entreißt du dich mir und gehst auf die Knie. Das heißt, von hier, du machst. Ja? Und. Klar? Nochmal? Ja, das heißt, von der Position, wenn wir angekommen, pas de bourrée, du drehst dich weg und Knie. Wuh. Richtig. Ja? Versuch mal von dem Moment erstmal aus den Gelenken runterzugehen, dass der Weg zu den Knien nicht so lang ist und dann das Becken vorzunehmen. Und dann ist das, was ist die Endposition? Am besten sitzend, ja, in diese Position. Okay. Ich komme zu dir, tak, und jetzt schwinge ich sozusagen deinen Kopf. Ja, ich bin immer noch in deinem Kopf drin. Du kannst es noch nicht loslassen. Du denkst immer noch darüber, ja? Ba. Klar? Verstehe, es ist praktisch so eine Art Geschichte zwischen uns beiden auch. Ja, wir erzählen eine Geschichte zusammen. Richtig, nicht nur du, sondern unsere Geschichte. Finde ich die gut. Ich jetzt ausgedacht habe. Finde ich jetzt gut, ja. Okay, und dann? Und dann kommt am Ende eine schöne musikalische Idee, wo sie singt und fliegt. Das heißt, ich werde zu dir kommen, wir werden eine kleine Hebefigur machen. Also doch jetzt? Ja, na klar. Natürlich. Du willst unbedingt ins Krankenhaus wahrscheinlich, ne? Ja, Quatsch. Das ist eine ganz, ganz harmlose. Okay. Ich bin ja nicht ganz durch. So, du bist jetzt nochmal unten. Ja. So, bin ja da und wumm. Ba. Dann gehe ich, du bleibst, ich gehe zur Seite, komme nach vorne. Und jetzt quasi nimmst du den Fuß, ja, du sitzt hier so, nimmst den Fuß nach vorne, wenn ich vor dich komme und stehst auf. Ja, als ob ich dich wieder auferstehen lasse. Ja. Ja, das ist die Idee. Mal runter. Genau, also nochmal Kopf. Wumm. Ba. Wenn ich zur Seite gehe, machst du den Fuß. Wumm. Korrekt. Jetzt komme ich nach vorne und du stehst auf. Perfekt. Und von hier gibt es eine Vorbereitung. Und zwar... Wir brauchen immer, wenn wir eine Hebefigur machen, brauchen wir eine Vorbereitung durchs Plié, nennt man das, also Beugen der Knie. Das heißt, du nimmst mich hier an der Hüfte und wir gehen einfach nur erstmal runter und ich springe hoch. Okay. Okay, nochmal runter und ich springe hoch. Korrekt. Mhm. Wenn ich jetzt hoch springe, hebst du mich gleich unter meinen Po. Du gehst immer ganz kurz runter, dass du spürst, wo du mich halten musst. Geh mal runter. Du musst mich hier halten. Okay. Ja, das heißt, ich springe hoch und du hältst mich unter meinem Po. Okay, also ich habe die Hände aber zuerst hier. Genau, und dann das im ist Sprung. Der und dann hoch. Okay. Korrekt. Mhm. Genau, Achtung. Und hoch. ja, genau. Okay, gut. Okay. Ja, vom Timing noch ein bisschen besser. Hulk. Ja. Okay, ein Schritt zu spät. Ja. Ein bisschen zu langsam auch runtergegangen. Ja? Ja. Aber grob. Okay. Du lässt dich richtig drauf ein. Und das ist richtig schön. Ja, das macht sehr viel Spaß, weil ich merke total, dass du voll mitgehst. Du bist nicht irgendwie abwesend, du bist wirklich drin. Und das ist auch genau das, worum es geht. Ob der Schritt jetzt nachher perfekt ist oder ob das Rondi genau auf den Taktschlag ist, darum geht es hier nicht. Das geht darum, dass du das mitnimmst. Und das macht richtig schön. Das macht doch echt Spaß gerade. Ja. Also das merke ich. Du blühst voll auf. Ja. Also Contemporary, ich laufe deinen Tanz. Wenn du das sagst.
Wir haben es jetzt ganz, ganz gut geschafft, ja, von der Musikalität, und das ist genau, worauf man sich einlassen muss. Auf den Partner. Okay. Okay? Das ist super. Gut. Ist so gut. Okay, lass uns nochmal machen. Das macht echt, das macht Spaß, weil das ist wirklich, das ist nochmal was, ein komplett anderes Gefühl. Wirklich ein komplett anderes Gefühl. Ja, aber das Schöne ist drin, dass du dich darauf einlässt. Und du hast auch diese einzelnen Gesten, die, es ist in meinem Kopf nicht so, okay, jetzt muss der Schritt und der Schritt, ja, und, sondern es ist so, okay, jetzt kommt die Bewegung und es ist nicht irgendwie nur so der eine Schritt, ja, sondern es ist irgendwie so was ganz Heimliches. Ein Gefühl, was genau, du ausdrückst, und das ist auch genau das Wichtigste bei einem Contemporary, dass man das von innen heraus tanzt. Und das hast du wirklich sehr schön gemacht für diese kurze Zeit, ja, dass du wirklich die Geschichte von mir angenommen hast und auch umgesetzt hast. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu tanzen. Absoluter Favorit bisher. Richtig, richtig cool. Danke dir. Das war echt toll. Ich bin richtig beseelt, ja. Was für ein wunderschöner Abschluss, wirklich. Ich will ganz kurz nochmal Danke sagen. Vika, danke für die tolle Erfahrung, dass ich das alles mit dir erleben durfte. Vielen Dank nochmal. Wir danken dir, dass du uns mit auf diese verrückte Reise genommen hast. Vika! Verrückt ist das richtige Wort. Ohne Vika wäre gar nichts los. Ohne Vika. Ganz die Liebe geht raus. Vika. Übrigens an alle, die uns hier besucht haben im Nähkästchen, und an alle, die die letzten Wochen immer dabei waren, fleißig kommentiert haben und reingeschaltet haben. Aber das Schöne ist, wir sind noch nicht am Ende. Und das noch Schönere ist, dass wir an deine Matzen, finde ich, an das, was du auch selbst so minimal zumindest erlebt hast im Vergleich zu euch, ganz viel Vergleiche ziehen können. Und wir haben gerade, glaube ich, gesehen, dass es dir irgendwie ein bisschen unangenehm war, so diese extreme Körperlichkeit, total, oder? In der ersten Sekunde ja, weil du bist sehr intim mit einem Menschen, den du an dem Tag erst kennengelernt, genau, hast. Ja. Aber es geht nicht anders. Also das ist der Tanz. Und einmal gemacht und plötzlich war alles gut. So. Aber wie war das bei euch? Ich meine, ihr habt ja auch gerade in euren Figuren wahnsinnig viel Nähe zugelassen. Ja. Gerade wie Vika sagte, du musst die Hände jetzt unter meinen Hintern. Und du so, oh, was? Wie macht man das? Wie bringt man das auch als Profi einem Promi bei, diese Hemmungen so ein bisschen fallen zu lassen? Ich glaube, es ist auch Gewöhnungssache. Also es ist am ersten Tag merkwürdig, am zweiten ist schon ein bisschen einfacher und so weiter. Und je länger man dann als Team zusammenwächst, desto normaler ist es auch. Aber das ist trotzdem, also ne, das stellt man sich gar nicht so easy vor. Also man wächst total eng zusammen. Also es ist ja nicht nur diese körperliche Nähe, sondern auch eine emotionale Nähe, die sich ja zwangsläufig aufbaut über diese Zeit. Jetzt möchte die Betty wissen von euch, werdet ihr auch nach Let's Dance Kontakt halten? Das ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Ich bin froh, dass ich nicht mehr drehen muss. Nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns auch immer gut oder sehr gut außerhalb des Tanztrainings verstanden. Und das hat es dann am Ende, glaube ich, auch ausgemacht, dass wir uns als Team, als Partner gut verstanden haben. Und das Gute ist, sie wohnt ja nur eine Stunde 20 von mir entfernt. Also sie wohnt in Wien, ich bin in Ungarn. Das erste Mal, dass ich einen Promi-Partner habe, der in meiner Nähe wohnt. Ja, weil stimmt, jetzt ist ja überhaupt nicht weit weg. Ist überhaupt nicht weit. Das heißt, man kann sich mal zum KFC-Essen treffen. Für eine kleine Runde im McDrive oder so, ne? Ja, warum nicht? Aber passend dazu gibt es von Romina nämlich die nächste Frage. Und die fragt direkt dich, René, wie sieht's aus? Tanzt du weiter? Ich meine, jetzt die Nähe ist ja schon da. Tanzt ihr weiter? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich auch so ein bisschen skeptisch und so, oh, tanzen, wird mir das liegen und werde ich da Spaß haben. Jetzt 12 Wochen später muss ich sagen, ich lieb tanzen, ich liebe das Training. Ich habe das Training mit Katrin gemocht, wirklich. Das hat man dir eigentlich nicht angesehen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kann immer noch nicht tanzen. Also ich habe meine Choreos gelernt. Nee, wirklich, ich habe meine Choreos gelernt. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Musik abspielst, ich kann der Impro-Tanz-King. Alles aus Überzeugung. Ist doch egal, ob das richtig ist. Es gibt kein Lambi hier. Vor allem nicht bei uns. Stimmt, sollen wir freiräumen? Fake it till you make it.
Also ich hätte schon auf jeden Fall noch Lust, ein bisschen weiter zu machen, aber jetzt nicht so hardcore, glaube ich, zu trainieren, wie wir sonst trainiert haben. Wir schon so. Aber das Geile ist ja, wir sind ja gemeinsam als Tanzpaar auf Tour. Ja. Stimmt, ihr seid bei der Tour dabei. Ja. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja, vor müssen wir uns noch für zwei Zehntausenden von Menschen zu performen. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Jetzt hast du ja die Tanzwelt von Katrin kennenlernen dürfen. Jetzt ist die Frage von Andrea, könntest du dir mal vorstellen, bei Ninja Warrior mitzumachen und seine Welt kennenlernen? Ich glaube, das ist mir zu gefährlich. Ganz ehrlich. Ja, das nicht zu? Es sagen wegen alle, mach das doch, aber es ist mir einfach zu gefährlich. Ich habe zum Beispiel im Juni Weltmeisterschaft mit Vadim und dann. Das wäre natürlich schlecht, wenn du dir dann vorher irgendwas brichst. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich glaube, mir ist das zu gefährlich tatsächlich. Das riecht nach Hühnchen. Hebefiguren egal, aber. Das riecht nach Hühnchen. Chicken. Der RTL-Kapitänier ist auf der anderen Seite, aber vielleicht wird hier ja gerade eine neue Kochshow getreten. Ich weiß es nicht. Wie komme ich jetzt von Hühnchen und Ninja Warrior zu einem ganz anderen Thema? Ich auch. SKFC ist Hühnchen. Ich tanze alle gleich durch den Drive-In. Katrin wird auf jeden Fall, Ninja wird ihr auf jeden Fall liegen. Also sie ist ja sehnig, sie ist dünn. Ja, ich hatte noch nie so, ich habe noch nie so viele Adern gesehen wie momentan. Frau, wenn man hört, sie ist ja sehnig. sie würde die Wall schaffen am Ende. Ja, die Wall am Ende schaffen? Die Wall weiß ich nicht, denn sie rennt halt ein bisschen komisch, muss ich manchmal sagen. Nee, es wird nicht besser, aber manchmal komisch, wirklich. Waren die Vibes im Training immer so? Ich laufe tänzerisch halt. Nein. So. Wie läuft man denn komisch? Aber so das Handeln und so, das wird sie auf jeden Fall hinbekommen. Meinst du? Ja, safe. Also, die ersten paar Trainingssessions wird sie auf jeden Fall ein paar Flappers bekommen, also die Hände aufreißen. Mhm. Na klar, das ist nicht schlimm. Also ich habe keine Angst vor Schmerzen. Schmerzen hat sie echt keine Angst. Ich habe Angst vor ernsteren Verletzungen. Aber ja, okay, lass mir das Thema mit den Komplimenten. Sie läuft was komisch und sie ist sehr selig. Kommen wir von selig zu selig. Sehr gut. Selig. Gut. Thema Emotionen. Schöne Überleitung. So eine Überleitung. Thema Emotionen hatten wir natürlich gerade schon zwischen euch, aber man kann ja auch nicht oder darf nicht vergessen, ihr wart wirklich über 3 Monate auch von eurer Außenwelt ein bisschen abgeschnitten. Ja. Und wir haben es gerade nach der Sendung gesehen, du hast eine wahnsinnig schöne Liebesbotschaft an deine Freundin, von der man während der Staffel so gut wie nichts mitbekommen hat, abgesendet. Und ganz viele haben sich gefragt, die Frage kam tatsächlich sehr oft, wie schwer war es, sich von seiner Freundin oder auch von seinem Freund getrennt zu halten auf diesen Zeitraum? Mhm. Wie ging es euch damit? Es ist sehr, sehr schwer. Also ich kenne es ja schon von Jahr zu Jahr, deswegen man gewöhnt sich auch da ein bisschen dran. Es wird von Jahr zu Jahr einfacher, aber es ist nach wie vor extrem hart. Und genau das, weil wir diese Opfer so bringen, eben die ganze Zeit mit der Familie und so, nicht haben, hat uns halt auch noch mehr motiviert, noch mehr Gas zu geben und noch härter zu trainieren, um die halt auf gar keinen Fall zu enttäuschen. Das ist das halt auch wert war. Mhm. Das stelle ich mir wahnsinnig schön vor. Wie war das für dich? Genau, also die erste Zeit war schon schwer gewesen, vor allem für meine Freundin, denn ich war noch nie so weit oder so lange weg gewesen. Und dann mit einer anderen Frau zu tanzen, hautnah zu tanzen, da kann schon die Eifersucht eine Rolle spielen. Aber meine Freundin hat Katrin auch kennengelernt. Mhm. Und also Katrin ist halt sehr, sehr eine super Person. Sie kann auch Privates und Show, also Arbeit trennen. Und da sind wir halt auf einer Ebene. Und da kann meine Freundin uns dann voll vertrauen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Total, dass man auch Verständnis hat. Ja, ja. Ja. Wir haben über die Opfer gesprochen, die man bringen muss in so einer Zeit, wo Training im Fokus steht. Redest du jetzt über abgerissene, was waren es, Muttermale und von denen das war bei Janine, ne? Ah ja, oh Gott, ihr auch, oh Gott. Ich hatte auch eins, ja. Der Anton möchte wissen. Anton aus Tirol? Ja, vielleicht, ja. Anton, gerne mal kommentieren. Hattet ihr einen Punkt, wo ihr nicht mehr konntet? Sie schon, ja. Wann Nein. War das? jetzt kommen wir jetzt nicht geschmissen. Wir haben uns tatsächlich immer ein bisschen gegenseitig gechallenged, wer Pause braucht. Ich habe ein Video, ich habe ein Video gemacht, hat sie nichts mitbekommen. Da kommt sie und sagt, oh Gott, ich bin komplett fertig. Die Momente hat er dann ausgenutzt, ja. Also es gab auf jeden Fall oft Momente, wo... Auf jeden Fall. Also eigentlich jeden Abend. Also wir haben immer so lange trainiert, bis wir umfallen. Also es ging nicht mehr einfach. Und das war eigentlich fast jeder Tag so. Ja. Ansonsten hätten wir unsere Choreos nicht geschafft. Ja, ja. Das ist so irre. Also auch am Freitag, ich war ja vor Ort und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die anderen Paare,
alle haben es euch von ganzem Herzen gegönnt. Mhm. Und ganz oft kam das Argument, du kannst dir nicht vorstellen, wie die trainiert haben. Wir haben alle hart trainiert, aber bei denen jetzt nochmal zum Finale. Und ich finde, das ist eine wahnsinnige Wertschätzung auch von den Kolleginnen. Absolut. Wenn man das eben bewusst zugetragen bekommt und das auch respektiert wird. Ne? Mhm. Und ich meine, ich ziehe meinen Hut vor jedem, der bei dieser Show mitmacht, weil ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber wir haben gerade über abgerissene Muttermale und Sonstiges gesprochen. Und ich dachte, die Frage käme nämlich von dir. Valentina hat gefragt, habt ihr euch beim Training denn Verletzungen zugezogen? Gab es tatsächlich irgendwas, wo ihr sagt, glücklicherweise nichts Ernstes. Also wenn ich jetzt im Nachhinein rückblickend auf alle unsere Tänze und die Tricks und die Hebefiguren, die wir da drin hatten, gucke, dann denke ich mir, es kann eigentlich gar nicht sein, dass wir uns da im Training nicht mal ernsthaft verletzt haben. Ne? Es ist wirklich nichts Ernsthaftes. Klar, es gab so die ein oder andere blutige Nase, haben wir ja auch bei Lippe gesehen. Und blaue Flecke und sowas. Mhm. Aber sowas Ernsthaftes, nicht wirklich. Toi, 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 ja, zum Glück. Absolut. Schulter hat man ein bisschen gezwickt und so, wo man sich dann auch manchmal Gedanken gemacht hat, oh, hoffentlich ist das nichts Schlimmes. Mhm. Aber es ging dann nach ein paar Tagen auch wieder weg. Genau. Und, also man hat halt, jeder hat halt so auch seine alten Verletzungen oder Sportschäden, sage ich mal, mit denen man immer kämpft. Da gibt es Knie, Bandscheiben, verschiedene Geschichten, die halt dann immer wieder in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber das beruhigt sich dann auch wieder, wenn die Woche vorbei zum ist. Glück. Zum Glück, absolut. Kommt. Da passt die Frage von Yassi sehr gut. Er oder sie möchte wissen, gibt es denn einen Trick, den ihr zeigen wolltet, der beim Training nicht geklappt hat und ihr den deswegen streichen musstet? Ich glaube nicht. Eigentlich haben wir nie was gestrichen. Wir haben Erfolgsmenschen. Ich glaube nicht. Also wir haben, es gab schon so... Einen gab es diesen in der Luft, wo ich einen Spagat mache und du mich mit einer Hand hältst, ne? Das, was wir auch das mal klingt, machen. Das klingt super, ne? Das klingt auch den Licht aus. Wollten wir im Contemporary einbauen, aber... Den bauen wir dann in die Tour. Spagat in der Tour, Luft. Den bauen wir dann in der Tour ein. Das heißt, du hängst dann da so und er hat dich quasi hier unter Kopf der Achse. Kopf über, ne? War das gewesen? Ach, natürlich. Also Spagat mit dem Kopf da dran und das andere Bein da und dann mal eine Hand. Jetzt kennen wir den schon. Ich weiß nicht, ob das unser Studio hier so aushält, was ihr macht. Aber auch vielleicht schön, dass wir du einfach den mal ganz kurz sitzen. Dann weißt du, bei mir ist hier Schluss. Da reißen die Muskeln und sehen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, aber sonst nichts, ne? Es gab manchmal so die eine oder andere Figur, die hat extrem lange gedauert. Mhm. Da haben wir sie erst Mittwoch, sag ich mal so, geschafft. Und wir hätten aber auch keinen Plan B gehabt. Wenn die Figur nicht gelingt, was machen wir dann stattdessen? Den hier. das ist ein bisschen so, was ich auch schade fand, dass es immer so ein bisschen rüberkam, wie das können wir ja eh. Und das ist wirklich Blödsinn. Also wir haben da stundenlang jeden Tag zusätzlich zum Tanztraining an unseren Tricks gearbeitet. Spannend, dass du das nochmal sagst, ne? Weil wenn du das gewohnt bist, jeden Freitag zu sehen, dass die halt abliefern und performen, und dann sitzt du halt irgendwann da und denkst so, ja, das können die eh. Die Latte einfach wahnsinnig früh extrem hochgelegt, und die Kritik, wir haben uns am Freitag da auch schon drüber unterhalten, war ja immer so ein bisschen, das ist toll, das ist eine Las Vegas Show, aber es fehlt an manchen Stellen das Gefühl, die Nahbarkeit. Und das war ja was, was ihr am Anfang schon angesprochen habt, dass am Freitag irgendwie noch mal so ein Knoten geplatzt ist und ihr einfach nur noch genießen konntet. Ja. War das vielleicht das Quäntchen Glück? Ich meine, eure Konkurrenz war wahnsinnig stark am Freitag. Ja. Das Quäntchen Glück, wo ihr sagt, da ist der Funke vielleicht noch mal mehr beim Zuschauer übergesprungen? Ich glaube ja. Ich glaube, das Publikum, aber auch so die anderen rumherum, die Vicky, Jan und so, die meinten, hey, du bist heute ganz anders drauf, und wir finden das toll, dass du so drauf bist. Und ich glaube auch, dass das Publikum das mitbekommen hat, dass wir halt eigentlich so irgendwie gelassen waren und richtig so genießen konnten und Emotionen zeigen konnten. Denn da wurde ich ja immer so kritisiert von der Jury, dass ich halt das letzte Fünkchen Emotionen nicht zeigen kann. Und dass das dann im Finale gelingt, damit hätte ich selber nicht gerechnet, aber das kam so von einem Mal. Also ich bin morgens aufgestanden und wusste einfach, heute ist ein geiler Tag. Das ist mein Tag. Heute ist ein geiler Tag. Es kann kommen, was kommen soll, egal was passiert, aber heute wird ein echt geiler Tag. Und keine Ahnung, wieso das kam. Also ich fand's geil. Neben den ganzen Emotionen gehört ja eine wichtige Sache auch zu Let's Dance, die Kostüme. Liebe Grüße, Katja. Liebe Katja, danke für die wunderschönen, unfassbar schönen Kostüme. Und ihr seid, die Hälfte hängt übrigens jetzt in meinem Kleiderschrank. Und ihr seid ja jeden Freitag wirklich fantastisch aus. Die Julia möchte wissen, welches Kostüm fandet ihr am schönsten und werdet ihr eins behalten? Und kann man das überhaupt sagen? Also ich glaube, ich würde das Final Freestyle Kostüm kaufen. Einfach. Das war das mit den ganzen Schnüren. Ja, jetzt nicht wegen den Schnüren. Einfach, nein, das wollte ich auch nicht damit sagen. Aber nur nicht wegen den Schnüren oder wie das Kleid war, sondern einfach, weil es halt die Erinnerung an unseren letzten Tanz ist. Ja, auf jeden Fall.
Es gab einige Kostüme, die fand ich geil. Du hattest ja oft obenrum einfach auch gar nichts an. Ich hatte oft einfach nur Jeanshose. Nur Jeanshose war nicht so schlimm. Ja. Ja, wir waren oft sehr unkonventionell, auch was Kostüme betrifft. Also ein paar so Doble in Lederjacke und Jeans. Ja, genau. Da war nicht immer. Aber so die hat mich auch gefragt. Die meinten, René, hast du so Lust auf traditionelles Paso Doble-Kostüm so oder irgendwie was ganz anderes? Und manche, ja, lass uns was anderes probieren. Wir waren meistens für anders. Aber ich glaube, jeder, der bei Let's Dance mitmacht, der sagt so, oh, auf jeden Fall mehr Glitzer. Also so wäre es bei mir auf jeden Fall. Mehr von allem. Jetzt bist du natürlich durch deine Vergangenheit im Zirkus oder dein Leben im Zirkus. Ja. Kennst du diese ganzen Show-Kostüme und vielleicht war das auch der Grund. Eine Frage, wir haben eben schon über den Freitag gesprochen, was ihr jetzt freitags macht, aber Lele Marie fragt, was macht ihr denn jetzt allgemein nach Let's Dance? Mhm. Profi-Challenge, mhm. Tour, aber gibt es irgendwas, worüber wir vielleicht schon so reden dürfen? Gibt es so irgendwelche Projekte oder so? Ich habe mit Vadim zusammen Weltmeisterschaft im Juni. Also für mich geht es direkt nach der Profi-Challenge dann vielleicht nach einer ganz kurzen Pause nahtlos weiter über ins Training. Ja. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Dankeschön. Bei mir noch gar nichts. Noch nichts Festes eingeplant. Also ich bin da spontan und freue mich auf was kommt und ich hoffe, dass da noch was kommt. Mhm. Aber so was Fixes habe ich noch nicht. Ganz wichtige Frage. Wo kommt der Pokal hin? Wo stellst du den hin? Auf jeden Fall neben meinen Ninja Warrior Pokal. Und der steht der Vitrinenschrank ist voll. Der steht bei mir zu Hause. Also ich habe einen Fernseher rechts daneben. Also rechts oben ist mein Ninja Warrior Pokal und dann werde ich links dann den, dafür brauchst du einen Anbau, so riesig wie der Ding ist hier. Also er findet auf jeden Fall einen guten Platz. Ja, auf jeden Fall. Lustigerweise fragen wir ganz oft Leute, auch auf so Red Carpet Sachen, die wir moderieren, wo die Leute ihre Preise hinstellen. Gäste-Klo. Und irgendwie landen die immer auf Gästeklo. Gästeklo. Aber da muss ja, weiß ich nicht. Ich will einmal kurz zeigen, man kann den ja anschalten noch, ne? Ja. Wollte ich euch nicht vorstellen. Ich habe sogar noch ein Ladekabel dazu bekommen. Ja, wirklich. Ein Ladekabel zum Pokal. Aber da übertrifft sich auch Paola immer wieder mit diesen ganzen Sachen. Paola habt ihr ja vielleicht auch schon letztes Jahr bei uns kennengelernt. Die macht die ganzen Requisiten. Ich war ganz enttäuscht bei unserem Final-Freestyle. Da war nichts zu tun. Ja, sonst ist das so ein Riesenaufbau. Das stimmt. Ja. Aber da muss man ja sagen, ich meine, wir versuchen ja auch immer ein bisschen Backstage-Eindrücke zu zeigen. Vor allem, wie groß dieses Team einfach ist. Aber das Besondere ist, dass auch eine Paola, die wahnsinnig tolle Requisit macht, einfach sowas von dem Herzen dabei ist. Und das macht diese ganze Show so besonders. Absolut. Ja. Das ist einfach wirklich schön. Ich glaube, besser kann man das nicht abschließen. Das war die letzte Folge Nähkästchen Talk. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war uns eine große Ehre, dass wir die Dancing Stars 2022 als letzte Gäste hier begrüßen dürfen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen emotional ergriffen gerade. Emotional. Wirklich von Herzen danke, dass ihr da wart. Danke euch, dass ihr uns die ganze Staffel begleitet habt. Danke dir. Oh, das ist gut. Ja, wenn ihr aber noch mehr Let's Dance wollt, dann haben wir nicht nur die Profi-Challenge. Meine Haare. Ja. So, haben wir nicht nur die Profi-Challenge, sondern natürlich auch den Podcast. Da war Luca Henny da und hat das Finale mal ein bisschen kommentiert. Also da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und That's it. Tolle Dancing Stars 2022, so viel kann man sagen. Vielen lieben Dank, dass ihr immer dabei seid. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Und tanzt immer. Das ist das Schönste im Leben. Contemporary. Ich erzähle euch von Das ist einfach immer so schnell vorbei. Ja. Was machen wir jetzt? Wir gucken einfach noch mehr Let's Dance. Na echt? Ja, guck mal hier. Oh. Videos. Und wenn ihr wirklich keins verpassen wollt, kein Video, dann könnt ihr hier den Kanal abonnieren. Hier in der Ecke. Wenn ihr euch die Folge vom Freitag nochmal angucken wollt, dann natürlich auf RTL Plus. Wo denn auch sonst.